irgendwie auszulagern. Ja, müsste man mal beobachten. Gut, schauen wir mal. Haben wir sonst noch was oder biegen wir ein auf die Zielgerade? Amazon Pilots geguckt, alle? Nein. Ich glaube, die sollte man auch nicht alle schauen. Ich weiß nicht, also alle, hat mich von, also das ist auch sehr, sehr hübsch auf dem Fire TV präsentiert. So, wir haben jetzt hier diese, weiß nicht, so gefühlt 12 Stück oder so. Mhm. Piloten von Fernsehserien, und da hat mich also wirklich von diesen 12 Stück kein einziger auch nur spurenweise interessiert. Ich habe ja keine einzige gesehen bisher davon. Mag ja mein eigenes Problem sein, aber es fühlte sich relativ unattraktiv an. Ja, man muss immer, die erfordern so ein bisschen Arbeit, die Trailer. Man muss sich vorher immer schlau machen, wer da jeweils dahinter steckt und was da die Geschichte drumherum ist. Also sie haben dann, ja auch so Trailer, so Folge 0, es ist ja Folge 0, so ein 4-Minuten-Trailer ist ja drin. Da sind mal alle so und, angeschnitten, ja. Und dann halt noch die ganze Folge hinten dran, ist dann Folge 1. Ja. Auch noch drin. Aber auch dieser 4-Minuten-Trailer ist halt so 3 Minuten zu lang irgendwie, wenn du da 12 Stück angucken willst, wenn du, weißt du? Ja, weiß man denn wenigstens vorher, was es für ein Genre ist? Es hat so ein Coverbild und 2 Zeilen Beschreibungstext. Nee, ja. Im Zweifel weißt du dann vielleicht schon, okay, das will ich sowieso gar nicht sehen. Ich brauche mal also die 12, vielleicht kann ich angucken. Naja. Also ich weiß es nicht, ich kann da jetzt gar nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die Bezos gegreenlightet hat, als er gerade irgendwie im Firephone völlig verwirrt war. Ja, ich glaube, da macht Bezos nicht allzu viel rum bei der Content-Geschichte. Ja, das Grundkonzept ist halt ein lustiges. Die machen das ja jetzt nicht zum ersten Mal. Ich glaube, das ist die dritte oder vielleicht sogar schon vierte Runde. Also dritte müsste es auf jeden Fall sein. Die dritte Runde, in der sie halt zumindest mal die erste Folge ja praktisch zu Ende produzieren, kann man sagen. Also das ist ja wirklich ernsthaft ausproduziertes Stück Serie auf eine Folge zumindest. Und da steht, sollte, glaube ich, auch schon das Konzept für den Rest der Serie sollte eigentlich schon stehen. Und werfen halt diese Pilotfolgen jeweils raus zum allgemeinen Anschauen und tun dann so, als könnte man halt mit der Bewertung das irgendwie bestimmen, was weiter produziert wird, was fraglich ist. aber es ist trotzdem, ich finde den Ansatz ist ein netter, etwas, was ja sonst auch wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht sowieso gemacht worden wäre, nämlich diese Pilotfolge zu produzieren, die dann halt vor irgendeinem Testpublikum oder zumindest vor einem extrem begrenzten Publikum ausgestrahlt worden wäre, was dann irgendjemand darüber entschieden hätte und das natürlich vielleicht auch nicht allzu fertig produziert, sondern noch etwas rauerer Form gezeigt worden wäre von einem kleinen Kreis an Leuten. Das in der Form jetzt einfach ins Netz zu stellen oder eben im Zusammenspiel natürlich mit Instant Video als Teil dieses Dienstes anzubieten, das finde ich ist ein cleverer Ansatz von Amazon gewesen, auf jeden Fall, auch wenn man diese Abstimmungsfunktion tatsächlich als relativ Lappalie und als Gimmick ansieht, weil ich glaube nicht, dass das allzu viele Entscheidungen dann die Nutzerabstimmung keine allzu entscheidende Rolle bei der letztlichen Entscheidung spielt, was dann wirklich produziert, was wirklich in Serie geht, zumindest mal für eine Staffel oder eben auch nicht. Also da, das war alles etwas konfus in der Vergangenheit. Also braucht man Prime, um das zu sehen, die Pilotfolgen, oder ist das für alle offen? Ja, nee, ich würde es jetzt nicht beschwören, aber ich bin mir relativ sicher, dass man einen Prime-Account braucht, ja. Okay. Oder halt eben, ja, also muss zahlen, auf jeden Fall. Ja, gut. Also kann man sich mal anschauen, falls da was dabei ist, was einen interessiert. Also ich fand es jetzt eher, nee, aber. Für 12 Piloten hätten sie eine neue Staffel Firefly machen können. Ja, also was man schauen kann, ist den Man in the High Castle. Hast du den geschaut schon? Ja, genau. Okay, gut. Also den kann man sich auf jeden Fall anschauen. Ich kann noch nicht so recht sagen, was ich davon halten soll, aber man kann ihn schauen. Und den zweiten, den man auch schauen kann, ist Mad Dogs. Der ist sehr nett besetzt und hat
zumindest ein ganz interessantes Team dahinter. Und Man in the High Castle ist ja auch buchbasiert. Ich weiß noch nicht so recht, ob das wirklich funktioniert. Das hatte so ein paar Warnzeichen, aber es ist zumindest von dem Grundansatz vielleicht ganz interessant. Also die zwei lohnen sich schon. Also wer einen Prime-Account hat und ab und zu mal da einen Blick reinwirft und nicht weiß, was er sich anschauen soll davon oder will, also die zwei kann man sich schon anschauen. Aber da hast du doch wieder das gleiche Problem, wenn du so ein Pilotding anschaust, dass dann eine Folge da ist und du musst x Monate warten, bis mehr kommt. Dann nehme ich doch lieber sowas, was schon irgendwie 9 Staffeln irgendwie auf Lager hat. Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Das kannst du dann durchgucken. Ja. Und dann, oder du kannst auch schon vorher irgendwie, wenn es jetzt 9 Staffeln schon von irgendwas gibt, kannst du auf IMDb oder DirecTV oder sonst wo nachschauen, ob das was taugt. Mhm. Und dann entscheiden, okay, da, oder auch so, es gibt auch diese, wie lassen Staffeln nach hinten nach, so eine staffelweise Bewertungen anzugucken, so Dexter, so puff, runter. Ja. Da weißt du einfach schon, okay, nach, weiß nicht, 3 oder 4 kannst du aufhören. Nein. Naja. Aber hier, Dingens, House of Cards müsste irgendwie bald 27. droppen, oder? Mhm. Ja. Februar oder was? Ja. Okay. Ja, bei Netflix USA, aber ja. Deswegen schleunigst ein Glasfaserkabel oder mit der Schaufel graben ein Kabel. Weil wir das ja alle in 4K schauen, ne? Ja, wo läuft denn das in 4K? Bestimmt auf Netflix. Ja, aber auf welchem Gerät, nicht auf jeden Fall. Ja, das ist keins, was ich... Auf irgendeinem krummen Samsung-Ding wirst du schon Telefon. Eine Mac Pro wird es schon laufen mit einem 4K-Display. Ja, ob sie das da ausliefern, ist halt die Frage. Schnell noch den Retina-iMac kaufen. Ja. Ja, stimmt. Mensch. Siehst du mal. Ja. Auf YouTube gibt es jetzt so ein bisschen 4K-Kram und so 60 FPS können sie und das sieht auf Rechnern, die das packen, ganz gut aus. Ach ja. Ich habe das vor kurzem, als ich ein 4K-Display da hatte, probiert auf dem Mac Pro. Sah nicht so geil aus, weil der 4K, ich mache der 4K inzwischen in HTML5? Chrome mit Dash, ja. Okay, weil damals hat er nur Flash gemacht und im Flash-Player 4K abspielen, das hat der Mac Pro nicht gestemmt. Mhm. Ja, ist auch eher so ein bisschen schwachbrüstig, das kennt man ja. Der Mac Pro. Nein. Na gut. Er war ein bisschen absurd. Naja.